Moin Leute, und heute zeige ich euch mal wieder einen Unlimited Money Glitch mit Bypass für die Next-Gen-Konsolen. Leider weiß ich nicht, ob dieser Glitch auch auf dem PC funktioniert, deswegen für die PC-Leute, probiert diesen Glitch einfach mal aus und schreibt in die Kommentare, ob der auch für PC funktioniert. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einfach wieder einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Teil des MOCs müsst ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge haben und natürlich muss im persönlichen Fahrzeuglager das Fahrzeug stehen, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom, er bringt bei solchen Glitches einfach am meisten. Und außerdem braucht ihr für dieses Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, kein eigenes Nummernschild, also kein benutzerdefiniertes Nummernschild. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Ihr braucht natürlich eine Garage, wo normale LGs drin stehen. Das ist wiederum auch sehr wichtig, denn pro Duplikat verliert ihr einen normalen LG. Und außerdem müssten wirklich sämtliche Garagen, die ihr besitzt, voll sein. Wenn ihr nur zwei Garagen besitzt, müssen diese zwei Garagen voll sein. Wenn ihr aber alle Garagen besitzt, so wie ich, müssen wirklich alle Garagen voll sein. Und außerdem müsst ihr mit eurem Freund in einer Freundessitzung sein. Bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig zu verprügeln. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, kann mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Und nicht vergessen, Leute, für die PC-Leute gibt es immer noch den Unlock-All-Service. Deswegen, wenn ihr noch ein bisschen mehr Geld braucht auf euren Account, in der Videobeschreibung ist der Link zur Unlock-All-Seite. Und für die PS4-Leute, ich habe noch einen Unlock-All für die PS4 übrig. Und den verkaufe ich sogar. Deswegen schreibt mich einfach irgendwie per E-Mail, per Instagram, per Facebook oder was auch immer an. Und dann werde ich euch natürlich alle Informationen weitergeben, wie viel ihr kostet, was der Account hat und so weiter. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit den Unlimited Money Glitch mal an. Als erstes seid ihr natürlich mit eurem Freund in einer Freundessitzung. Und natürlich muss in der Nähe von eurer Garage euer MOC stehen. Steht ihr beide vor eurem MOC, dann geht ihr einfach beide hinein, beziehungsweise ihr zieht euren Freund mit in MOC hinein. Denn euer Freund muss jetzt sich dort in die Ecke stellen und aufs Fahrzeug schauen. Mehr muss er für diesen Glitch wirklich nicht tun. Das ist total easy. Er muss einfach wirklich für den ganzen Glitch nur das verfickte Fahrzeug anschauen. Natürlich muss er irgendwie seinen Controller irgendwie so einklemmen, dass er nicht irgendwie rausfliegt wegen Inaktivität, aber sonst muss er wirklich nur das Fahrzeug anschauen. Wie geil ist das denn? Na gut, wenn euer Freund sich jetzt positioniert hat, steigt ins Fahrzeug ein und fahrt hinaus. Seid ihr draußen angekommen, fahrt ihr kurz eine Runde und fahrt wieder in den MOC hinein. Seid ihr dann im MOC angekommen, steigt ihr aus und geht zu Fuß hinaus. Darauf achten, Leute, ihr dürft nicht euren Freund mit nach draußen ziehen, sondern ihr müsst alleine rausgehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Seid ihr draußen angekommen, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge und bestellt euer aktuelles persönliches Fahrzeug zu euch. Ist euer LG Retro Custom in meinem Fall geliefert worden, fragt ihr euren Freund, ist das Fahrzeug für dich immer noch drinnen sichtbar? Wenn euer Freund ja antwortet, könnt ihr den Glitch weitermachen. Und zwar fahrt ihr jetzt mit dem LG Retro Custom in die Garage, wo die LGs drin stehen. Sind wir an der Garage angekommen, bestätigen wir die Meldung, dass die Garage voll ist. Und wählen uns natürlich jetzt einen normalen LG aus. Sind wir jetzt in der Garage zu Fuß drinne, gehen wir einfach wieder zu Fuß hinaus. Denn jetzt, Leute, brauchen wir ein Straßenfahrzeug. Aber kein teures, Leute, nein, einfach irgendein billiges, ranziges, dass wir es auf jeden Fall auch rein theoretisch in unsere Garage reinstellen können. Haben wir dann ein Fahrzeug gefunden, fahren wir damit zu LS Customs. Seid ihr dann mit dem Schrottauto bei LS Customs angekommen, müsst ihr jetzt einen Peilsender drauf machen. Das bedeutet, ihr geht jetzt in die LS Customs rein, in das Menü, geht auf Diebstahlschutz, geht auf Peilsender und kauft euch den Peilsender da drauf. Ihr werdet jetzt eine Meldung erhalten, bis ihr sicher das Fahrzeug ersetzen möchtet, da ja eure Garagen ja alle voll sind. Deswegen kommt ja diese Meldung. Ihr bestätigt die Meldung und ersetzt in der Kommandozentrale den LG RH8. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr eurem Freund wieder fragen, ey, ist das Fahrzeug immer noch sichtbar? Wenn euer Freund ja sagt, könnt ihr mit dem Glitch weitermachen. Dann läuft alles wie geplant. So, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, wie wir den Glitch jetzt fortführen können. Für die Leute, die sich als MC registrieren können, können jetzt natürlich jetzt einfach sich als MC registrieren und das Fahrzeug wieder einlagern lassen. Aber für die Leute, die sich das leider nicht leisten können oder nicht die Möglichkeit haben, sich als MC zu registrieren, zeige ich euch jetzt die Methode, die ihr jetzt auch machen könnt. Denn ihr fahrt jetzt einfach wieder zurück zur Garage, steigt aus, geht zu Fuß hinein und fahrt mit irgendeinem anderen Auto hinaus. Es ist völlig egal, was für ein Auto, in meinem Fall war es sogar ein Motorrad.
Deswegen fällt einfach irgendwas damit raus. Dadurch wird das Straßenfahrzeug wieder eingelagert. Gut, was müsst ihr denn jetzt als nächstes tun? Ihr geht jetzt bzw. fahrt jetzt zum MOC und geht zu Fuß hinein. Seid ihr drinnen angekommen, steigt ins Fahrzeug ein und fahrt hinaus. Und zack, das Fahrzeug müsste sich jetzt dupliziert haben. Das erkennen wir jetzt an Nummernschild. Aber es ist jetzt noch keine Safe-Kopie. Denn um es jetzt eine Safe-Kopie zu machen, müssen wir jetzt einfach wieder ins MOC hineinfahren. So, ich fahre jetzt hinein und zack. Ich versuche euch das Nummernschild jetzt mal zu zeigen. Bei Mr. 2 ist gerade die Tür abgefallen, deswegen konnte ich irgendwie nicht einsteigen. Bin ich jetzt auf der Beifahrertür eingestiegen, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall seht ihr jetzt das Nummernschild und das Nummernschild hat sich geändert. Was könnt ihr jetzt tun? Ihr könnt es natürlich nach draußen fahren und es jetzt rein theoretisch bei LS Customs verkaufen. Aber in meinem Fall werde ich jetzt einfach mit diesem Fahrzeug einfach direkt weiterglitschen. Also fahren wir jetzt wieder zurück ins MOC hinein. Sind wir dann im MOC angekommen, steigen wir aus und gehen zu Fuß hinaus. Aber immer darauf achten, Leute, dass ihr alleine rausgeht und nicht aus Versehen euren Freund mit nach draußen zieht. Denn das würde den Glitch kaputt machen. Sind wir dann draußen angekommen, öffnen das Interaktionsmenü, gehen auf Fahrzeuge und bestellen unser aktuelles persönliches Fahrzeug zu uns. Wurde das Fahrzeug dann geliefert, steigen wir ins Fahrzeug ein und fahren wieder zur Garage, wo die LGs drin stehen. Wir bestätigen die Meldung, dass die Garage voll ist und ersetzen den LG R8 durch den LG Retro Custom, so dass sich die Plätze getauscht haben. Sind wir dann in der Garage zu Fuß, gehen wir dann wieder natürlich zu Fuß nach draußen. Jetzt brauchen wir irgendein Straßenfahrzeug. Aber kein teures Straßenfahrzeug, nein, sondern irgend so ein billiges, was auf jeden Fall in die Garage rein könnte, wenn man es wollte. Haben wir dann so ein Straßenfahrzeug gefunden, fahren wir dann zum LS Custom und machen uns dort einen Peilsender drauf. Den Peilsender finden wir unter Diebstahlschutz, oder wie das auch heißt. Wollen wir uns dann den Peilsender kaufen, werden wir eine Meldung erhalten, dass ihr ein Fahrzeug ersetzen müsst. Ihr bestätigt die Meldung und ersetzt den RH8 in der Kommandozentrale. Habt ihr das erledigt, könnt ihr zum Beispiel euren Freund jetzt fragen, ey, ist das Fahrzeug immer noch für dich sichtbar? Wenn euer Freund mit Ja antwortet, dann könnt ihr den Glitch einfach weitermachen. So, jetzt werde ich die andere Methode nehmen, denn wir fahren jetzt zurück zum MOC und ihr registriert euch als MC. Dadurch könnt ihr nämlich das Fahrzeug einfach einlagern lassen, so wie ich das jetzt hier tue. Ich öffne das Interaktionsmenü, gehe auf diese MC-Fähigkeiten und lasse das Fahrzeug einlagern. Ist das Fahrzeug eingelagert, gehen wir zu Fuß in den MOC hinein. Sind wir dann im MOC angekommen, steigen wir ins Fahrzeug und fahren mit dem Fahrzeug hinaus. Und boom! Das Fahrzeug hat sich wieder dupliziert. Das merken wir daran, dass das Fahrzeug jetzt wieder ein anderes Nummernschild hat. Und so einfach ist es auch. Aber Leute, es ist noch keine Safe-Kopie. Um das wieder zu einer Safe-Kopie zu verwandeln, müssen wir jetzt einfach wieder zurück ins MOC hineinfahren. Und damit ist der Glitch auch zu Ende. Das Fahrzeug ist jetzt safe dupliziert. Ihr könnt jetzt natürlich immer weiter, weiter und weiter glitchen, dass bei euch die ganzen Garagen dann auch voll sind, voller LG Retro Custom. Aber in meinem Fall werde ich das Fahrzeug einfach direkt verkaufen. In meinem Fall bringt das Fahrzeug knappe $970.000, also fast 1 Million pro Karre. Das ist schon richtig, richtig heftig. Und ihr braucht pro Auto ungefähr 5 Minuten. Also alle 5 Minuten 1 Million $. Das ist schon richtig, richtig heftig. Aber Leute, übertreibt es auch nicht mit den Verkäufen, denn es gibt immer noch ein Anti-Cheat-System. Denn ihr könnt pro Tag bzw. 30 Stunden um die 8 Fahrzeuge verkaufen. Ihr könnt natürlich gerne mehr versuchen, aber dann läuft ihr Gefahr, dass sich das Anti-Cheat-System bei euch aktiviert bzw. dass es euch erwischt. Und das wollt ihr nicht, Leute. Dann könnte irgendwas mit eurem Account passieren. Ihr könnt keine Fahrzeuge mehr verkaufen, generell nicht mehr. Und vielleicht kommt ja auch mal was Schlimmeres, denn wir kennen Rockstar. Rockstar ist generell recht gnadenlos in sowas. Deswegen achtet drauf, Leute. Und Leute, natürlich, wenn ihr Flugzeuge verkauft oder aus dem Hangar entfernt, das wird auch damit dazugerechnet bei einem Fahrzeugverkäufen. Klingt zwar irgendwie komisch und blöd, aber es ist so. Deswegen achtet einfach drauf. Aber das war's dann jetzt auch mal mit dem Money Glitch. Deswegen Leute, wenn euch der Money Glitch gefallen hat oder sogar euch weitergeholfen hat, würde ich euch jetzt schon wieder bitten, für dieses Video einen Daumen nach oben zu geben. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, euer Wombat. Ciao.